Dich habe ich aufgenommen. Echt? Was ich hab, wenn ich in der Nacht im Bett lieg, ist nichts rechts und links. Wo kommt das her? Von der Leber oder was? Oder von den Bandscheiben? Von der Lendenwirbel, glaube ich. Wahrscheinlich von den Bandscheiben. Glaube ich. Ja, nächstes Mal fahr's mit, wenn ich wieder auffahre. Dann kommt jeder her und möchte von mir 12 Euro. Da habe ich die Inge dabei gehabt. Was, wollen wir jetzt noch schnell hinfahren in die Tagesstunde? Da möchte ich mal reinschauen, was da für ein Geschwell drin ist. Echt, das interessiert mich echt einmal da. Damit ich dich wieder raushauen kann, gell? Ja. Aber was ist gesagt, wenn ich Radl fahre, auf einmal rutscht mir der Fuß weg, gell? Mhm. Aber komisch, Radl fahren kann ich, aber zu Fuß kann ich nicht gehen. Ja, das liegt an der Gleichgewichtsstörung. Was, warum? Weil das Gewicht auf dem Radl ist. Im Mühldorf gibt es halt eine anständige Frau, nicht so wie bei Greiburg, gell? Bei Greiburg auch nicht. Nein, aber die sind echt. Die kannst du vergessen, die lassen sie alle mit Türken ein. Und wir Deutschen sind überhaupt nicht mehr gefragt. Wer ist jetzt angestanden? Stimmt alles nicht. Wo sind wir her? Hat er das Haus noch See hergekriegt, der Schuster? Aha. Der, wo da vorne ist. Und dann ist er gestorben. Hirntumor mit 75 Jahren. Ja. Ich habe mit ihm noch geredet, aber geistig voll normal und so. Jetzt ist er weg vom Fenster. Hat da ein Haus, gehört ihm da vorne die Schusterei. Ja, wir können ja erst um 3-4 gehen. Aber du musst da einmal hingesammelt werden. Was du kriegst auch was von den evangelischen Pfarrer. Hast du gesehen, was man dir alles gegeben hat? Hm. Ein 18 Euro. Da. Ich halte es sowieso nicht. Da gehst du rein zum Ding. Kannst du ein Brot holen für 3 Euro. Ja. Das sind 10 Euro, was ich heute wieder gekriegt habe. Brauchst du nicht scheißen? Oder du trinkst eine Tasse Kaffee und frisst ein Stück vorher. Da steht er drauf. Ein Pötsch. Was ist ein Pötsch? Fahrer möchte sein, weißt du was? Wenn die ein bisschen drauf haben, die packen die Weiber alle. Wir haben einen verkehrten Beruf gelernt. Ja, Bäcker und Metzger, aber was? Wir sind ja die größten Idioten da. Aber da kannst du gut essen.